Seit Dezember 2015 steht es fest, Carlo Ancelotti wird der neue Trainer beim FC Bayern München werden und Pep Guardiola wird die Säbener Straße Richtung Manchester City verlassen. Wir werden uns in diesem Video einmal die Stationen von Carlo Ancelotti anschauen und auch die Taktik näher beleuchten und einen Ausblick wagen, wie Carlo Ancelotti mit dem FC Bayern in die neue Saison starten kann. Carlo Ancelotti ist 56 Jahre alt und war als Spieler beim AC Parma, AS Rom und im AC Mailand aktiv. Gerade bei diesem AC Mailand wurde er von Arrigo Sacchi trainiert. Arrigo Sacchi gilt als Trainerlegende, der maßgeblich bei der Mitentwicklung der Raumdeckung mitgeholfen hat und die mit erfunden haben soll. Mailand war als defensiver Mittelfeldspieler der verlängerte Arm von Sacchi und hat dort die Spielweise von ihm perfekt auf dem Platz umsetzen können. Bis heute gilt diese Mannschaft als eine der besten Mannschaften aller Zeiten. Als Trainer war er unter anderem für Juventus Turin, 8 Jahre für den AC Mailand, FC Chelsea, Paris Saint-Germain und Real Madrid tätig. Mit dem AC Mailand konnte er zweimal die Champions League gewinnen, mit Real Madrid einmal. Vielen Bayern-Fans ist sicherlich das Halbfinale noch vor Augen, wo Ancelotti mit Real Madrid die Bayern böse nach Hause geschickt haben. Ancelotti hat in seinen verschiedenen Stationen natürlich auch verschiedene Taktiken benutzt, aber er ist kein Taktikbesessener wie Guardiola oder Tuchel. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass Guardiola sein Positionsspiel hat und dieses anhand des Spielermaterials geringfügig anpasst und auch den Gegner studiert und auch daran sein Positionsspiel anpasst. Ancelotti wiederum analysiert genau das vorhandene Spielermaterial und wird erst dann eine Taktik auswählen, die er einsetzen kann. Ancelotti nur auf eine Taktik festzulegen, wäre nicht zielführend. In Chelsea ließ er vorrangig ein 4-3-3 spielen, bei Paris Saint-Germain ein 4-2-2-2. Natürlich wechselt auch er die Systeme, wie Guardiola es tut, allerdings nicht so oft während des Spiels. Also bei Guardiola haben wir ja erlebt, dass er ja im Endeffekt alle 15, 20 Minuten die Systeme umstellt. Das wird Ancelotti sicherlich nicht tun. Ich möchte mit euch einmal die Spielweise bei Real Madrid genauer anschauen. Ja, wie schon angedeutet, Ancelotti auf ein System festzulegen, macht keinen Sinn. Wir schwanken gerade im letzten Jahr bei Real Madrid zwischen einem 4-3-3 und 4-1-4-1. Hier habe ich einmal das 4-1-4-1 etwas nachgebaut. Xabi Alonso als defensiver Mittelfeldspieler, in der Verteidigung Marcelo, Pepe, Ramos, Carvajal und Ronaldo, der als Konterstürmer hervorragend geeignet ist, in die Räume reinstoßen kann und um Benzema herumspielt. Ähnlich Bale, der allerdings auch etwas defensiv stärker ist. Und Benzema spielt vorne als Zielspieler, um die Bälle zu bekommen. Schlüsselspieler sind hier Modric und Di Maria, die das perfekte Umschalten verinnerlicht haben. Modric als eher spielgestaltender Mittelfeldspieler und Di Maria als Umschaltspieler, wichtig für dieses System. Hier haben wir jetzt einmal das 4-3-3 aufgebaut, Modric und Di Maria weiter im Mittelfeld als Umschaltspieler und Spielgestalter. Bale eher etwas auf die Seite, auch mal verteidigend. Ronaldo noch etwas offensiver eingestellt, einfach nach vorne gehend. Allerdings auch mal links die Bälle sich holen, um einfach die Breite in diesem Spiel zu generieren. Bei wichtigen Spielen hat Ancelotti auch allerdings immer umgeschaltet auf ein 4-4-2, was deutlich defensiver ist. Das heißt, er hat am Anfang der Saison deutlich spektakulärer spielen lassen, offensiver, um auch das Publikum zu gewinnen. Und bei den wichtigen Spielen gegen Barcelona hat er denn einen, oder gegen Bayern München in der Champions League, hat er auf ein 4-4-2 umgeschaltet und ließ noch etwas defensiver spielen. Grundsätzlich ist die Spielweise von Ancelotti, er will gar nicht so sehr den Ball haben. Er möchte eher durch Pressen und Umschalten den Ball gewinnen, um dann zielstrebig aufs Tor zu kommen und abschließen zu können. Dazu nutzt er gerne auch mal ein Kurzpassspiel oder auch lange Bälle. Allerdings dieses Positionsspiel und diese Ballbesitz-Staffeleien, die wir von Guardiola gesehen haben, die werden wir unter Ancelotti wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, schauen wir uns einmal an, wie er bei den Bayern spielen lassen kann. Das ist natürlich sehr spekulativ. Wir wissen nicht, welche Spieler noch kommen oder welche Spieler verletzungsfrei bleiben. Allerdings rechne ich beim vorhandenen Spielermaterial auch mit einem 4-1-4-1. Ich glaube nicht, dass wir die Dreierkette wiedersehen werden, weil das einfach für sein Spiel der Raumverlagerung und der Raumdeckung nicht sinnvoll funktioniert.
Also ich denke schon, dass er mit vier Verteidigern agieren wird. Und beim vorhandenen Spielermaterial wird es ein 4-1-4-1 aktuell werden. Costa eher auf dem linken Flügel, der die Linie beackern soll. Ich sehe Müller vor Robben, wenn der Müller rechts spielen lässt. Robben wird auch ein wenig älter werden, aber weiterhin wichtig für die Mannschaft sein. Müller wird dann von rechts nach vorne stoßen. Oder ich kann mir auch ein 4-3-3 gut vorstellen. Dann Müller etwas weiter auf dem Flügel, Costa als Flügelstürmer. Und ich glaube, dass Vidal spielen wird. Er hat zwar schon Erfahrungen mit Alonso sammeln können bei seiner Tätigkeit bei Real Madrid, aber ich glaube, Alonso wird auch schon ein bisschen älter werden. Und Vidal passt eigentlich perfekt für sein Spiel. Vidal ist kämpferisch stark, kann den Ball gut erobern, um dann sofort einen Umschaltmoment kreieren zu können. Ich glaube, dass insbesondere Vidal und Götze von Ancelottis Spielweise profitieren können. Vidal einfach, weil er kämpferisch sehr stark ist, sehr laufstark ist und das wird in dem Spiel gebraucht werden. Und auch Götze kennt diese Spielweise schon von Borussia Dortmund. Eventuell schafft er es ja, sein volles Potenzial unter Ancelotti abrufen zu können. Allerdings werden auch Müller und Lewandowski profitieren. Lewandowski hat ähnlich gespielt wie Götze unter Borussia Dortmund. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass er da noch besser war als in München. Und Thomas Müller hat sicherlich von Pep Guardiola bereits sehr viel gelernt. Er steht ja auch sehr, sehr weit oben bei der Torschützenliste. Ich glaube allerdings, dass diese Spielweise ihm noch mehr Räume ermöglichen wird. Und das ist genau das, was er braucht, um sehr gut spielen zu können. Also Thomas Müller wird auch hier einen Sprung nach vorne machen. So, wir haben ja gerade gesehen, dass Ancelotti nicht sein eigenes Spielsystem und Spielphilosophie durchdrücken möchte, sondern er guckt sich halt genauer an, was ist das vorhandene Spielermaterial, was er hat, und wählt daraufhin seine Taktik aus. Negativ kann man dann natürlich sagen, Ancelotti hat keine Spielphilosophie und hat keine eigene Idee vom Fußball. Positiv kann man sagen, Ancelotti ist ein Pragmatiker und passt sich den Gegebenheiten und dem Spielermaterial an. Ja, was sind die Folgen von dieser Spielweise? Die Bayern werden insbesondere in der Champions League deutlich weniger Ballbesitz haben und vielleicht auch mal einen überraschenden schnellen Konter mehr setzen können. Man sagt Ancelotti auch nach, dass er sehr gut mit Stars umgehen kann. Alle seine Spieler sind sehr traurig, dass als er gegangen ist, und das hört man immer wieder von den einzelnen Spielern, dass sie sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet haben. Auch das wird ein Plus sein gegenüber Guardiola, dem man eher nachsagt, etwas kühler zu sein und eher Wert auf seine Spielphilosophie zu legen. Auch, dass er die Spieler mit Taktiktüfteleien nicht überfordert. Natürlich hat er sehr viel Ahnung von Taktik, allerdings ist er kein detailversessener Arbeiter, so wie es Guardiola war. Das sind alles Umstände, die Ancelotti vielleicht mehr in die Rolle von Jupp Heynckes reinwachsen lassen können, als Moderator seiner Stars und Hüter seiner Stars, die er dann perfekt aufstellen kann. Und mit diesem pragmatischen Fußball ist eventuell auch wieder ein Titel in der Champions League drin. Ich bin allerdings auch gespannt, wie Ancelotti in der Bundesliga wird spielen lassen. Er wird nicht ernsthaft davon ausgehen können, dass der Gegner das Spiel macht gegen Bayern München. Auch hier müssen wir sehen, dass Ancelotti darauf reagiert und eine offensivere Spielweise bevorzugen wird. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was denkt ihr dazu, dass Ancelotti zu den Bayern kommt? Ab in die Kommentare damit, lasst es mich wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es auf Facebook oder sonst irgendwo, würde mich doch sehr freuen. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, ciao!